Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei My Time at Porsche. So, wir wollen mal gucken, dass wir unser Hundchen heute füttern und wir dann tatsächlich mal die Mission mit Merlin angehen, weil wir müssen nämlich mit ihr eine Verabredung machen, damit wir die Kamera bekommen. Das nervt mich eigentlich, weil ich kann nämlich die Merlin eigentlich gar nicht so leiden. Lieber Handwerker, es tut mir leid, aber du konntest... Achso, zu Carlo. Wie war denn nochmal Carlo? Wer war nochmal Carlo? Und wo ist Hundi? So, das ist... Der ist da hinten, okay. Wir füttern erstmal den Hund, das ist das Wichtigste. Erstmal den Hund füttern. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass wir mit Merlin irgendwie eine Verabredung machen. Das ist Mars, das ist Russo, das ist Dr. Xu. Wo ist denn der Hund? Hundi Hund, wo bist du? Bewegt er sich? Vielleicht eine Etage höher. Hallo Sam. Ist der hier vorne oder was? Ich glaube, wir müssen die Mission mal aktivieren, damit wir das angezeigt bekommen, weil ich gerade überhaupt keine Ahnung habe. Der riesige Ballon, da ist ja wieder diese Sache mit dem Pigmenten. Und hier Zeitungskamera müssen wir auch aktivieren. Dummerweise. So, Dogfood 3x3 von 1 und muss wohin? Ich bin jetzt da. Ach so, das muss tatsächlich da oben reingetragen werden. Der Hund wohnt wirklich da, oder was? Der ist wirklich hier im Wasteland, da wohnt der? Das ist das Falsche. Das war der falsche Pool. Ja, ja, nicht aufregen. Ich bin gerade wieder weg. Stimmt, da ist das Hundchen. Haben wir ihm jetzt schon Futter gegeben? Beschenken? Das Dogfood? Was? Achso, doch, Beziehung plus 6. Ich dachte gerade Beziehung minus 1. Interagieren. Beschenken ist jetzt leider aus. Guck mal hier, wir reden mal mit ihm. Yeah, und nochmal. Wuff, wuff. Und gehen. Gut, das haben wir erledigt. Und was jetzt? Talk to Polly. Okay, dann machen wir mal Talk. Machen wir mal einen Polly-Talk.
glaube, jetzt läuft er uns hinterher. Ach, guck da. Das Hundchen kommt hinterher. So. Und ich versuche immer alles, um diesen blöden Auftrag mit Merlin nicht zu machen. Weil ich auch gar nicht weiß, was ich da machen soll. Man verabredet sich mit ihr und was macht man dann? Muss ich irgendwas dabei haben? Irgendwie Blumen oder so? Irgendwas, was sie mag oder... Ich weiß es nicht. Es ist so ein schlimmer Auftrag. Ganz ehrlich, es gibt hier ganz viele Charaktere, mit denen du dich gerne eine Verabredung machen. Aber doch nicht mit dieser komischen Merlin. Wo ist denn die Polly jetzt? Polly? Das ist Emilys Brunnen. Ach, Polly ist da drüben. Da steht sie, glaube ich. Ja, schön dich zu sehen. Du bist so groß geworden. Hat er was zu essen gehabt? A couple of old relics found in storage for... not sure if you are edible so, or scraps. So, also da haben wir schon mal Geld bekommen, wir haben Beziehungen mit Polly jetzt bekommen und dieser Auftrag ist erledigt. So, isolierte Pflanzenkästen sollen wir noch bauen, wir müssen mit Merlin reden. Wie viel Uhr ist es? 13 Uhr, es müsste ja noch gehen. Hey, Remington. Läuft so komisch. Also gut, wir gehen mal hier rein und... Hey, na, wir sollen auch mit dir reden, wegen dem komischen... Ein Brunnen und etwas, um das Wasser rauszuschöpfen. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Bring mir 5 Datendisks und ich werde die Forschung beginnen. Ja, ich habe... You have them, great. It'll take a while to analyze all the data. I'll contact you when we... Ich hätte dir auch gerne noch ein paar mehr gegeben. Damit es schneller geht. So, Wiederherstellungsmaschine. Es zählt nicht das Zeug, was wir zu Hause liegen haben. Schade. Gut, pass auf. Dann müssen wir jetzt irgendwie Merlin finden. Ah, hier ist eine. Okay, das hier kenne ich noch gar nicht. Was ist das? Forschungsnotizen. Notizen zur Ermittlung an der Ermittlung? Notizen der Ermittlung. Angefertigte Forschungssendungen können dabei helfen, die Produktionsergebnisse zu steigern. Und wie mache ich das? Verbesserter Motor. Und Silikonchip. Mhm. Das hier verstehe ich nicht. Ich würde es ja kaufen, aber ich meine, ich weiß nicht, was wir damit anfangen. Kosten halt 10 Daten. Komm, ich kaufe eins. So. Wir gucken mal rein. Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Achso, Merlin ist ja... Ich weiß, wo Merlin ist. Merlin ist irgendwo ganz hier oben. Nee, ist sie gar nicht. Wo ist denn jetzt die Merlin? Ich habe sowieso keinen Bock auf diesen... Ich habe eh keinen Bock auf diesen Auftrag und jetzt muss ich die auch noch suchen hier. Warum ist das eigentlich nicht aufgedeckt? Ich habe doch da schon, bin doch da schon rumgelaufen. So, jetzt ist Merlin verschwunden, oder was? Ah, guck mal hier oben. Neue Welt. Sombermarsch. Dann machen wir halt jetzt isolierte
Pflanzkisten oder so. 6 Stück. Wir können natürlich auch mal gucken hier, wie gut ist denn unsere Kleidung. So, wir haben hier Verteidigung 90 und 25 bei der Jacke und 90 und 25 bei der Hose. Alles klar. 30, 60. Oh. Da würde ich ja fast sagen, dass wir das kaufen. Guck mal hier, bessere Sachen. Arbeiteranzug, viel mehr Schutz und maximale Ausdauer plus. Komm, kaufen wir. Was ist das? Grober Teppich und dann Paravent. Okay. Was hat sie denn noch anzubieten? Oh, wir hätten vielleicht vorher nochmal hier gucken sollen. Das ist aber alles anderes Zeug. Und jetzt müssen wir kurz uns umziehen. Das sieht schon mal gut aus. Hast du auch Hüte? Das können wir dann verkaufen. Maximaler Luxus-Angelset. Ne, das können wir nicht verkaufen. Was haben wir hier? Hüfttasche. Eine Kleidertasche, die um Hüften getragen, besonders nützlich für kleine Objekte. Vielleicht können wir die anlegen. Deswegen verkaufe ich die mal nicht. Okay, gut, dann gehen wir raus. Wir checken mal, ob wir die vielleicht... Können wir die irgendwo... Die kann ich anziehen, okay. Aber was bringt die? Maximale Ausdauer plus 9. Angriff plus 6. Dann haben wir hier kritischer Treffer plus 10%. Was haben wir hier? Die kommt auch hier. Maximale Ausdauer. Ja, aber da bin ich jetzt nicht sicher, was wir nehmen. So, gut. Wir gehen erstmal weiter. So. Hut ist ja ganz cool, aber der passt jetzt nicht mehr zu dem, was wir anhaben. Guck mal, der Hammer hier kostet 1500. Was haben wir hier? Windrad. Das kostet 1600. Edelaluminium ist hier verfertigte Windrad. Okay. Oh. Das Nova-Schwert. Was hat unser Schwert? Das haben wir, rausgetan, gell? Das Nova-Schwert. Das wäre natürlich auch noch eine coole Sache. Windrad, weiß ich nicht. Dane mit Edelaluminium. Das kostet 1600. Na komm, das kaufen wir auch. Und das hier ist fortgeschrittenes Eisenschwert. Das haben wir ja schon. Das müssen wir also schon mal gehabt haben. So, ich lerne das mal. Und, ich glaube, es hat 7000 gekostet und nicht 1500. Na, ist egal. Komm, wir laufen. Wie viel Uhr ist es? 15 Uhr, okay. 15 Uhr und wir haben noch keine Aufträge uns besorgt. Wir haben auch noch gerade den Auftrag mit dem Ballon. Wir können aber noch einen zusätzlichen Auftrag uns anzeigen lassen. So, Haunted Cave oder Emily's Brunnen. Auf Bauplan warten. Okay. Da war da noch einer. Handelsauftrag. Ja, den können wir gerade nicht machen, weil uns die Pigmente fehlen. Und dafür brauchen wir diese komische Blume, diese bunte. Oh, Mist. Ich sollte das nicht in der Hand halten. So, machen wir es so. Und, genau, Farm. Mir war eingefallen, dass die Farm eventuell auch, da stand ja, wir kriegen die Blume an der Farm. Und es könnte natürlich auch sein, dass sie oben in der Baumschule zu finden ist. Was bist du? Nee, das sind aber keine Pflanzen, die man irgendwie so sammeln kann. Ich brauche diese bunten Blumen, damit wir damit
dann die Pigmente herstellen können. Ich weiß allerdings nicht, wo sie wachsen. Okay, das hier ist ja auch eine Farm. Vielleicht kriegen wir die hier. Menge erhöhen, Art anpassen, gehen. Gehen. Ich will eigentlich einkaufen. Habt ihr nicht irgendwie auch einen Laden gehabt? Das sieht nicht nach Laden aus. Schade. Hey, da war. Ich brauche Dingsbumsblumen, Regenbogenblumen. Nee, Blumen. Ich brauche Blumen. Hier wachsen nur Pilze. Da stand aber auch, dass wir die in der Farm bekommen. Die Farm ist meiner Meinung nach genau da drüben das. Das ist auch ein Pilz, was da leuchtet. Die einzige Farm, die ich so kenne, das wäre dann hier das hier. Hey Emily. So, wir brauchen diese bunten Blumen. Sophie, hast du irgendwie so bunte, komische Blumen? Emily loves my home cooking. Ja, gut. Habe ich Emily gesagt? Ich meine natürlich Sophie. So, Bauernladen. Hier sehe ich aber von diesen bunten Blümchen, das ist Reis, Tee, dann haben wir hier Kartoffel. Nee. Hier haben wir... Okay. Das ist aber alles nicht das, was ich meine. Hier, Cornball. Aha. Was haben wir hier? Kleiner... Nee, das ist... Das kann nicht hier gewesen sein. Ich muss... Wo kriegen wir denn diese Pigmente her? Also die Blumen für die Pigmente. Das sind diese bunten... Ich zeig sie euch. Gut. Hand... Und dann gehen wir hier auf Gegenstände und dann Rohstoffe. Und zwar sind das diese Dinger hier. Regenbogenblume. Da steht, wir kriegen die von der Farm. Da steht nicht Gesser oder so, da steht Farm. Okay, vielleicht von meiner Farm. Das wäre möglich, dass ich die bei mir anbauen muss. Pigmente, siehst du? Die werden im Mixer hergestellt und die kann ich in meiner Farm wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich in meiner Farm angebaut. Salpeter kann ich, ja, ich glaube, die muss ich selbst anbauen. Es ist damit gemeint, dass ich sie in meiner Farm, ich müsste in meiner Farm anbauen, aber wo kriegen wir die Samen her? Emily, ich brauche Blumensamen. Kürbiskuchen. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich hätte Hundefutter da, aber das ist, glaube ich, nicht so toll, oder? Das mag sie jetzt nicht so. Wir kümmern uns mal um die isolierten Pflanzkisten. Was macht eigentlich unsere Kuh oder unsere zwei Kühe, die wir haben? Die sind immer noch klein. Oh. Hier hinzufügen. Nee, ich glaube, wir müssen die füttern, oder? Streiche. Ist sie gerade größer geworden, als ich die gestreichelt habe? Vielleicht müssen wir noch ein paar Tiere noch mal einkaufen.
Hier ist auf jeden Fall unsere Produktion schon mal ganz gut gelaufen. So isolierte Pflanzkisten. Das müsste ja bei Möbeln sein. So, dunkle, da, kleine Pflanzkiste. Leitender vulkanischer Boden. Okay. Herbfans. Okay. Ich habe jetzt hier keine isolierten Blumenkisten gesehen. Leitfähiger Boden. Hier nicht. Ah, warte mal, hier. So, dafür brauchen wir großen Pflanzkiste, dann brauchen wir kultivierte Erde und dann brauchen wir Schleim. Schleim haben wir da, kultivierte Erde müssen wir noch 4 Stück herstellen und große Pflanzkisten auch. Kultivierte Erde. Ich habe es abgebrochen. Mist. Kultivierte Erde können wir durch volle Kanne geben. Komm, hier. Machen wir richtig. Hier. Und hier. Fertilizer können wir eigentlich auch welche herstellen. Komm, wir machen verschiedene Sachen. Und dann habe ich ja hier drüben auch noch einen. So, was kann der herstellen? Der könnte Apfelsaft herstellen oder Kräutertee. Was bringt das Kräutertee? Der stellt 25 Punkte wieder her. Wir können die auch Harz herstellen, kultivierte Erde, Fertilizer, Dogfood, Zement. Ich würde sagen, wir machen hier mal Kräutertee. Fertigen, 25 Stück und laufen. So, was haben wir denn hier? Das ist ein Kochtopf oder sowas. Können wir hier auch was herstellen? Hier gibt es auch noch mal Bronzeplatten. Ich glaube, der hier ist schneller. Das läuft. Und jetzt müssen wir Blumenkisten herstellen. Die waren hier. Kleiner Blumenkasten. Fertigen, 6 Stück. Ach, ist auch gerade schon fertig gebaut. Sehr gut. Dann können wir hier erstmal gucken. Kultivierte Erde. Oh, wir brauchen 5 für einen. 5 für einen und einen großen Pflanzkasten. Ich habe jetzt kleine gebaut. Ich habe kleine gebaut. 20 Uhr. Kommen wir noch in die Kirche des Lichtes rein, um da noch ein bisschen Zeugs zu kaufen und so. Hallo Jack. Hallo Isaac. Ich glaube, wir kommen nicht in die Kirche rein, weil die hat, glaube ich, auch schon geschlossen. Wieder Nacht und ich habe vergessen, Screenshots zu machen. Und Nacht-Screenshots sind halt immer nicht so geil. Man kann die hier nachbearbeiten, dass sie dann ein bisschen heller aussehen und so, aber. Warte mal, vielleicht können wir hier drin was. Ja, ist zu. Die haben bis 18 Uhr geöffnet. Mist. Was haben wir noch? Emilys Brunnen, da müssen wir auf den Bauplan warten, mit Merlin verabreden, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich kann sie jedenfalls nicht auf der Karte entdecken. Die war ja das letzte Mal auch hier oben irgendwo total in der Ecke hier und da kamen wir überhaupt nicht hin. Oder es war, glaube ich, ziemlich schwierig, da hinzukommen. Carols Nähmaschine ist hier auch. Cooler Kumpel. Und da unten ist immer noch das mit dem Cave. Wir müssen also wahrscheinlich dann morgen das einkaufen. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, wir machen vielleicht mit den kleinen Pflanzkisten, machen wir gerade noch mal ein paar zusätzliche Felder. Haben wir irgendwo Platz, wo wir die aufstellen können? Vielleicht hier zwischen? Dann könnte man das vielleicht ausnutzen hier, ne? Hoffentlich mache ich das nicht falsch. So, dann können wir noch 6 Sachen mehr anbauen. Da läuft schon mal die Produktion ganz gut. So.
Das ist die falsche Kiste. Was können wir noch mal anbauen? Wir haben hier Kartoffelfruchtsamen. Da haben wir hier Kopfsalat. Wie war das? So? Genau. Zweimal Kopfsalat. Zweimal Kopfsalat. Dann habe ich hier Salpeter. Dann haben wir hier Kürbisse. Und wir haben hier Aprikosenbaum. Und Zeolo. Das nehmen wir mit. Gut. Und dann haben wir hier nochmal Salpeter. Machen wir das auch noch. Gut. So, und raus. War das nicht so, dass wir die auch gießen konnten, damit das schneller geht? Ach, die Pflanzgröße reicht nicht aus. Die Größe reicht nicht aus. Okay. Dann müssen wir da vielleicht noch zwei andere Sachen reinsetzen, bevor der Tag zu Ende ist. 23.50 Uhr. Wir können vielleicht schnell noch mal was anderes pflanzen. Erste Kiste. So, die sind also was Besonderes hier. Die tun wir dann mal hier drüben hin, weil wir die nicht pflanzen können. Dann haben wir hier noch Kartoffelfruchtsamen. Und, Aprikose. Das ist auch für den Großen. Das für den Kleinen. Das für den Kleinen. Das ist vom Bauernladen. Okay. Das hier ist für den Kleinen. Baumwollsamen. Dann machen wir noch zweimal Baumwollsamen, oder? Ach nee, warte. Nur zweimal. Baumwolle braucht man nicht für irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Aber wir nehmen das mal mit und dann tun wir das jetzt draußen rein. Und da müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir ganz viel Geld machen, damit wir unser Gelände hier erweitern können, weil das nämlich ziemlich teuer ist. So, das läuft. Da läuft der Kräutertee. Und dann haben wir eigentlich ziemlich viel gepflanzt. Es ist 0:28 Uhr. Wir könnten also noch eine Kleinigkeit könnten wir doch machen. Aber eigentlich ist auch die Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten. Das sind schon bei 27 Minuten. Und wir könnten schnell noch den Baum aussetzen. Oh mein Gott. Schaffen wir das in 2 Stunden? Ich hoffe, dass die Zeit ausreicht. Aber dann könnte man den schon mal unten aufstellen. Naja, gut, und wenn wir bewusstlos werden, ich meine, es hat, glaube ich, noch keine Nachteile hier beim Spiel. Aber dann setzen wir jetzt schon mal den Weihnachtsbaum aus, dann haben wir schon mal 50% von der Aufgabe gelöst. So, es kommt ja hier hinten vor die Höhle. Andere Banner kommt dann da oben hin. Dann sind wir das aber schon mal aus dem Inventar los. Jetzt müssen wir zurücklaufen. Und das ist dann doch ziemlich knapp. Wir könnten versuchen, ob wir... Ach ne, die Fahrdienste sind ja jetzt eingestellt, weil es schon so spät ist. Da müssen wir echt laufen jetzt. Ich versuche zu rennen. Ja, Leute, dann war's das für die heutige Folge. Ich sag schon mal auf Wiedersehen, weil es wird nämlich jetzt ziemlich knapp werden hier mit der Zeit. Macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge und da werden wir mal gucken, was wir als nächstes da machen. Ich kann mich aber hier hinstellen, weil hier können wir im Moment noch reden. So, macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Bis morgen.
Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.